Hallo und willkommen zurück bei Tom Clancy Ghost Recon Wildlands mit der Tibra. Grüß dich. Und mir, dem Anduin. Ja, die letzte Aufnahme von Anduin ist flöten gegangen. Deshalb wird bei mir höchstwahrscheinlich auch die von der Tibra erschienen sein. Das heißt, meine Ansicht gibt es leider nicht, wo wir diese zwei Rebellenmissionen erledigt haben. Und ja, wir sind jetzt in, wie heißt die schöne Ortschaft, Kochi? Und versuchen da eine Waffenkiste zu bergen. Wir haben in der letzten Aufnahme, glaube ich, schon begonnen, oder? Bei dir hat man schon gesehen, dass wir da die ersten Häuser gemacht haben. Ja, genau. Müssen jetzt natürlich nochmal alles durchmachen. Da haben zwei andere Mitspieler unsere Aufnahme gecrashed und da ist Anduin dann rausgeflogen. Aber ah, okay. Achso, ja, zwei andere Mitspieler waren. Ja, die habe ich dann gesehen, wie du weg warst. Alles klar. Ja. Okay, spannend. So, ich bin da schon auf der anderen Seite drüber. Okay, ich gehe auf der anderen Seite in den Ort, oder? Ja, ja. Passt. Ich arbeite mich da mal hoch. Das ist ein kleiner Felsen. Die Frage ist halt, ob wir wieder warten, nachts reinzugehen. Da haben ja doch dann einige geschlafen, ne? Mhm. Ja, wir können einmal alles erkunden. Ich sehe mittlerweile jetzt auch Unitat-Soldaten. Ich werde dann mal versuchen, was wir können zu sehen. Mal so viel wie möglich erkunden rundherum. Okay. Ja, den. Der steht relativ abseits. Ist der riesige Unidad-Basis da drin? Ja, keine Ahnung. Schaut ich überlege gerade, ob ich den da wegfetzen soll, aber ich glaube, das bringt nichts. Tun wir mal vorher alles aufdecken. Mhm. So, ich habe da ein Riesengebäude. Wenn ich da hochkomme, glaube ich, sehe ich den gesamten Ort. Frage ist nur, ob es da irgendwo reingeht. Ich gehe genügend weit im Abstand. Markier mal, was ich sehe. Vorsicht, Vorsicht. Ja, ja. So, da kann man so locker. Das ist aber auch sehr schön und groß, das Gebäude. Dann nehmen wir das. Jawohl, Stiegenaufgang rauf da. Ja, da hast du sicher einen besseren Überblick. Ja. 15. Stockwerk. Da war doch was. Da haben wir gleich mal einen. Ja, ich habe auch einen markiert. Okay, aber da muss irgendwo noch ein Unidad-Soldat sein. Ich erkenne eine kleine Gruppe von denen. Ich stehe da gleich nebenbei. Ich habe hier ein Ziel mit Maschinenpistole. So, dann schlürfe ich mal weiter rund um den Ort. Bei den Soldaten müsste. Ah, ich glaube, jetzt ziehe ich ihn. Jep. So, der ist auch markiert. Na, dann markieren wir mal schon weiter. Und in der Nacht ist dann alles fertig. Ah, da ist einer. Ich sehe eine kleine Gruppe Tangos. Da irgendwo bei dir in der Nähe müssten auch noch ein, zwei herum. Ja, ja, ich laufen. Ja, auf der Seite, glaube ich, habe ich mal alles markiert, was ich markieren konnte. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich mal mein Mikro verstellt und das passt nicht. So, ich hoffe, es ist jetzt ein bisschen besser. Und jetzt würde mich diese Unidad-Basis da vorne noch interessieren, was das. Sehe ich da überhaupt hin? Sehe da leider nicht hin zu der Unidad-Basis. Die ist da, aber da ist genau dieses Gebäude im Weg. Ach,
was da rumsteht. Feucht und fleucht. Oh, ein Zug. Ein Zug? Ja. Noch ein Ziel, mach 10. Da ist noch einer, mach 10. Da sind einige. Ich habe leider bis jetzt noch nichts da gefunden. Ja, da von mir könnten ein paar snipern, aber nicht wirklich viele. Ich könnte sicherlich auch nach und nach ein paar wegschießen. Ah, rüber die Straße. Die sind, glaube ich. So, ich komme mal wieder runter. Ja, aber die sind, glaube ich, alle kurzsichtig. Ich stehe da frei herum und die sehen mich nicht. So. Könnte schon unauffällig mal zwei weg. Wir könnten auch warten, bis es Nacht ist. Ich bin sogar in deiner Nähe. Mhm. Ich stelle mich da auf, wie du willst. Wir können es probieren. Wir können da jetzt anfangen. So, ich hätte zufällig auch gerade einen. Einen Moment, ich markiere meinen noch. Ja, bitte. Dass wir nicht beide auf dem gleichen. Ja. So, das wäre meiner. Okay, ich markiere meine, die ich sehe. Ja. Den sehe ich. Okay. Und den sehe ich. Siehst du das Dreieck? Jep, passt. Sag's dann. Ja, soll ich den zuerst... Ich nehme den zuerst unten. Okay. Mhm. 3, 2, 1... Weg. Oh, irgendeiner ist alarmiert. Ach du Kacke. Weg. Vorsicht. Schön. Okay. Ich muss zur anderen Seite raus. Aber sie sind noch alarmbereit. Achtung, einer kommt auf dich zu. Ich habe leider kein Schussfeld. Wechsle deine Position. Ja, da ist jetzt einer in deine Richtung unterwegs. Zwei. Gleich habe ich es im Sichtfeld. Eins weg. Okay. Kacke, zweite ist hinter dem. Weg. Jawohl, sehr schön. Ah, da kommt noch einer. Ja. Holen wir sie uns? Einer weg. Scheiße, nachladen. Ja, weg. Sehr schön. Okay, oben bei der Waffenkiste. Geschafft, alle noch ganz. Da war ich gerade richtig aufgeregt. Einer kommt wieder. Okay. Da legt sie jetzt mit den Rebellen an. Achtung, Verstärkung, Verstärkung. Hinter dir. Okay, den haben die Rebellen, glaube ich, vernichtet gerade.
Sauber. Ja. Alles Paletti? Okay. Die Jungs sind nicht schlecht. Wenn man sie braucht und sie da sind. So. So, ich laufe auf der Waffenkiste. Okay. Ich sehe da nur ein paar Markierte. Ja. Yeah. Leider nur die Markierung. Ja, yeah, ja. Auf dich zu? Ja, ich glaube, ich sehe ihn. Das wäre schon gleich mit einem zusammengelaufen. Ah, shit, der ist jetzt wieder verschwunden hinter dem Felsen. Habe ich auch wieder einen. Soll ich dir helfen? Nein. Hast du ihn? Oh. Kopfschuss. So, es müssten den eigentlich alle... Aufpassen. Ich sehe keinen mehr. Ich schalte mal um aus Ferne, aber dann sieht man ein bisschen mehr auf der Ortschaft. Ja, bis jetzt ist bei uns da überall ruhig. Okay, dann könnten wir eigentlich mal aufnehmen. Ja, ich suche mal schon mal die Kisten. Da war irgendwo ein Schloss. Seht mal da, warum ist da ein Schloss? Ich laufe auf der. Achso, das ist da unten. Da ist ein Fass. Wir machen eine Kiste. So, die Kiste. Ist hier unten was? Nee. Nein. Ich habe erst, glaube ich, im zweiten Stock habe jetzt das erste gefunden, eine Medikamentenkiste, und dafür ist da aber gleich die Waffenkiste. Das wollte ich schon immer. Okay, ist da ein Balkon, da geht es wieder raus. Muss aber noch wo ein Nachschub sein. Wahrscheinlich im Dach. Nebenbei ist eine Benzinkiste, das ist ein Fass. Im Dach ist auch noch ein Fass. Alles klar. Schön brav Punkte sammeln. Genau. So, das habe ich jetzt einmal komplett, das Gebäude. Mhm. Also da am Dach findest du noch. Sehr schön. Und dann im nebenbeirigen Gebäude war auch ein Fass, gell, hast du gesagt? Ja, genau. Ja. Hallo, okay. Helikopter. Dann schaue ich mal gleich. Ah ja, genau. Das war das. Da habe ich gleich einen Absturz gehabt. Ja. Jetzt drücke ich die Flasche-Taste. Zack. Runter, runter, runter. Dann war da irgendwo. Hoppala. Genau. Ich dachte, es geht runter. Na. So, wo ist es denn da? So, aber da geht's raus. Vermutlich da oben irgendwo. Ah ja, da steht sie im Balkon. Auf dem, in dem Gebäude, wo ich jetzt bin. Ah, ich hab da noch. Wo ist das? Ah, am Balkon daneben. Yep. Okay.
Da hängen zwei, nett. Mhm. So, das dürfte gang und gäbe sein. Ah, da ist auch was drin. Ich zeig mir nichts an. Ja, ich bin falsch. Sorry, ich laufe, weil es so schön ist. Da wo ich war, ne? Ah, da ist eine drin. Waffenkiste. Ich musste mal nachladen. Da drinnen. Jupp. Im ersten Stock im Balkon draußen. Okay. So, ich geh einmal und befreie die Rebellen. Yes. Die Libellen. Die Libellen, ja. Die Rebelle. Die Alles sauber. Ja, da wäre eine Waffenkiste gewesen. Oh, Muni. So, dann befreien wir die. So, na bitte, 5 Rebellen mehr. Ich denke mal, dann haben wir den Einsatz. Ja, ich würde sagen, wir schnappen sich jetzt irgendwo da Auto und fahren noch einmal die Ortschaft ab. Okay. Möglicherweise finden wir ja noch was. Achso, das sind die Rebellen, oder? Mhm. Denk gerade, warum zielt da einer mit Minigun auf mich? Bin gerade leicht nervös geworden. Ist das ein Santa Blanca Auto? Nein, ein normales. Gibt es da irgendwo ein Santa Blanca Vehicle? Oder wir laufen den Ort gleich so. Na, ist schon groß. Da, ich hab da ein Auto für Santa Blanca. Gut. So. Oh ja, da vorne ist noch ein Santa Blanca. Ja, ich wollte da gerade sagen, mir zeigt es dann die Markierung an. Geradeaus, oder? Willst du gleich den machen? Ah, klar. Gut. Ich denke mal, ich. Zwei sind da. Ich steig aus. Das wird's gehen. Okay. Jetzt habe ich Passanten dazwischen. Darum werde ich da ein Stück weit drauf. Ich markiere mal meinen. Ah, jetzt stehen sie wieder so zusammen. Kannst du den hinteren nehmen? Dann nehme ich den. Den mit dem weißen. Yep. Passt, dann nehme ich den mit der Schussweste. Ich nehme den 1er. 3, 2, 1. Nein! Die Kugel ist an ihm vorbeigerauscht. Der weiß jetzt, was erledigt. Los ist. Hallo! Wir sind noch sicher. Mann, sind die schlampig. So, ich komme in Auto. Mhm. Hat sich genau bewegt und wir haben beide auf dem Einser. Ja, der war wenigstens fix weg. So, den. Gut, dann Kiste. Okay. Ja, ja, nur kein Stress, Lady. Ich mach nichts. Okay. Dann dort drüben müsste auch was sein. Wir lassen die Rebellen wissen, wo sie den Nachschub finden. Sie können uns später danken. Vermutlich mal da oben. Ja, stimmt. Also, was wir denen schon gefladert haben. Ja, man verbraucht auch relativ viel mit dem Freischalten der Fertigkeiten. Mhm. Da geht immer einiges weg. So. Komm schon. Dann fahren wir die Ortschaft weiter ab. Ich wusste gar nicht, dass die so groß ist. So, dann schauen wir da mal kurz rein. Man muss ja immer relativ knapp ran, dass es
aufleuchtet. Und zeigt, ja. Aber da zeigt es aber jetzt nichts an. Nein. Gut, dann drehen wir da um. So, da können wir noch reinschauen. Sieht da was du? Auch nicht, oder? Nein. Die Regieflagge. Von den Rebellen. Von den Gebellen. Genau. Die Straße ja. Gerade durch. Erst. So, ist alles so egal. Wurstigkeit. Nein. Ich denke, wir haben alles sauber. Bis jetzt leuchtet nichts auf. Ja. Schaut gut aus, oder? Mhm. Gut, ich glaube, da vorne war irgendwo ein Hubschrauber, den werden wir. Ah, da! Da ist schon her. Das zahlt sich immer wieder aus. Und das kommt erst so knapp. Stimmt. Meine Suppe. Deine Suppe? Meine Suppe. Okay. So. Ich glaube, wir haben alles. Ja, wir werden jetzt noch außerhalb der Aufnahme kurz die letzten paar Gassen durchgehen und wir sehen uns dann im nächsten Gebiet. Nein, da haben wir noch einen Story-Einsatz in der Kur. Dort sehen wir uns dann wieder. Ciao!